Hallo und herzlich willkommen zu einer Fundamentalchart-Analyse der Shell-Aktie. In diesem Video wollen wir uns mal die Bewertung der Aktie an der Börse ansehen. Und das machen wir, indem wir den Aktienkurs mit den Fundamentaldaten in eine Relation bringen und damit so eine Art Röntgenbild erzeugen. Das heißt also, der Chartverlauf alleine sagt ja noch nichts darüber aus, ob eine Aktie teuer oder billig ist. Und deswegen versuchen wir hier mithilfe einer Modellierung den Aktienkurs mal in Relation zu den Erträgen darzustellen. Auf der anderen Seite wollen wir auch einen Blick in die Bilanz werfen. Das machen wir auf eine empirische Art. Das heißt, wir vergleichen die Shell-Aktie mit vergleichbaren, also anderen Aktien aus demselben Sektor und versuchen zu ermitteln, wie qualitativ die Bilanz im Verhältnis zu den anderen Unternehmen aufgestellt ist. Mein Name ist Max Butter von Aktienbewertung.info. Ja, bevor wir tiefer in die Zahlen einsteigen, möchte ich noch ein paar Worte über die Aktie selbst verlieren. Das war ja in der Vergangenheit relativ kompliziert, wenn man eine Shell-Aktie kaufen wollte. Es gab nämlich zwei verschiedene Typen von Aktien, einmal die RDSA und zum zweiten die RDSB. Die eine war in Amsterdam gelistet, die andere in London, und wodurch sich diese beiden Aktien unterschieden haben, ist zum Beispiel die Handhabung der Dividenden. Die wurden auf unterschiedliche Art und Weise ausgezahlt, das hat sich dann steuerlich auch auf den Investor ausgewirkt und es war gar nicht so einfach, hier die richtige Aktie auszusuchen. Außerdem war das Unternehmen verteilt zwischen Niederlande und Großbritannien. Das heißt, der Firmensitz und auch der Steuersitz, die waren beide in den Niederlanden. Und auf der anderen Seite war aber die Firma selber eingetragen in Großbritannien. Und man hat sich dann Gedanken gemacht und vom Vorstand kam die Idee, diese Struktur zu vereinfachen. Und in der Abstimmung mit den Investoren kam dann auch raus, dass die Investoren das genauso sehen. Und die neue Struktur ist relativ einfach. Es gibt nämlich nur noch einen Aktientyp, nämlich die Shell PLC. Die Dividendenhandhabung ist identisch und auch der Firmensitz und der Steuersitz, die sind jetzt nach Großbritannien gewandert. Das heißt also, die gesamte Firma ist in Großbritannien angesiedelt und heißt jetzt Shell PLC. Das heißt also, auch diesen Royal Dutch Zusatz hat man jetzt herausgenommen. Und das kommt bei den Investoren insgesamt gut an, wie sich in der Umfrage herausgestellt hat, sodass man diese Strukturänderung letzten Monat dann auch umgesetzt hat. Wenn wir jetzt den Aktienkurs hier als schwarze Linie eingezeichnet auf Monatsschlusskursbasis seit 2008 bis einschließlich der Prognose von 2024 mal über die Gewinnentwicklung von Shell legen, die hier als grünes Band dargestellt ist, dann können wir schon mal sehr schön erkennen, dass zum einen die Gewinnentwicklung sehr, sehr zyklisch ist. Das heißt also, es gibt ein ständiges Auf und Ab. Wir sehen hier in 2015 Gewinneinbruch, wir sehen in 2018 einen Gewinnpeak und dann wieder einen starken Einbruch bis in den Verlustbereich im Jahr 2020 und dann prognostiziert einen Anstieg bis 2023. Der Aktienkurs selber, der ist etwas träger, der folgt also dieser sehr starken zyklischen Gewinnentwicklung nicht direkt, was sicherlich auch Vorteile hat. Aber was wir eben auch sehen können, und ich zeichne hier mal einfach so eine rote Linie ein, das ist im Prinzip die Entwicklung des Kurses von 2008 bis heute. Da kann man sehen, aufgrund dieser waagrechten Linie, da hat es eigentlich überhaupt keine Entwicklung in dem Sinne gegeben. Das heißt also, der Kurs ist mehr oder weniger seitwärts tendiert mit einer gewissen Volatilität, die hier zugenommen hat in letzter Zeit aufgrund der Covid-Krise. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Gewinn für den Investor eigentlich nur oder hauptsächlich darin bestand, dass er eine ordentliche Dividendenrendite bekommen hat, im Schnitt bei ungefähr 4%. Was natürlich gerade bei solchen Werten wichtig ist, ist, dass man dann eben für den Einstieg in eine solche Investition möglichst einen Zeitpunkt wählt, zu dem der Aktienkurs eher unterbewertet ist, damit man von dieser Unterbewertung einen gewissen Vorteil hat und davon profitieren kann, weil der Kurs sich mittelfristig ja immer irgendwie in den fairen Bereich bewegen wird. Das ist natürlich schwierig bei einem zyklischen Wert, weil wir ja nicht genau wissen, wie sich die Gewinne entwickeln werden. Und dadurch, dass sie sehr stark vom Ölpreis abhängig sind und diesen Ölpreis niemand vorhersehen kann, ist es natürlich umso schwerer, hier tatsächlich den richtigen Einstieg zu finden. Sehen wir uns mal die Entwicklung des Rohölpreises seit 2001 an. Hier nach dem 11. September 2001, als es nochmal eine Art Crash gab auf Werte von unter
20 US-Dollar. Der Rohölpreis konnte sich dann in der Folge relativ konstant nach oben bewegen, sowie eine gute Aktie mit leichten Rücksetzern und anschließend einer exponentiellen Entwicklung auf Werte von 145 US-Dollar. Der Wert des Rohöls ist damit mehr als um den Faktor 8 gestiegen und ich kann mich noch sehr gut an die Zeit hier in 2008 erinnern, wo alle dachten, der Rohölpreis würde ins Unendliche steigen und würde nie wieder niedrigere Werte sehen. Allerdings wurde man relativ schnell eines Besseren belehrt. Es gab nämlich anschließend auch durch die Finanzkrise einen Crash am Ölmarkt auf Werte von unter 40 US-Dollar in den 30er-Bereich. Das heißt also, der Kurs hat sich dann geviertelt und konnte sich dann aber in den folgenden Jahren wieder erholen auf Werte um die 100 US-Dollar, relativ gut stabilisieren. Es gab dann aber in das Jahr 2016 hinein nochmal einen Crash am Ölmarkt auf Werte von abermals unter 30 US-Dollar. Das heißt also, auch hier hat sich der Kurs wieder gedrittelt, konnte sich dann aber wieder erholen auf Werte von um die 70 US-Dollar. Dann kam allerdings die Corona-Krise, wo plötzlich die Nachfrage nach Öl praktisch zum Erliegen kam aufgrund dieser ganzen Lockdowns weltweit, wo die Mobilität stark eingeschränkt wurde. Man ist das Rohöl nicht mehr losgeworden, der Preis ist gefallen. Ja, und seit Beginn der Corona-Krise konnte allerdings aufgrund dieses extrem starken Kursverfalls und dieser niedrigen Levels, auf denen sich der Rohölpreis befunden hat, dann doch wieder sehr deutlich ansteigen, um etwa Faktor 4 bis heute auf Werte von knapp 100 US-Dollar oder je nachdem, welche Rohölsorte man nimmt, sogar teilweise auf Werte über 100 US-Dollar. Ja, wie sich der Kurs weiterentwickelt, das weiß natürlich keiner. Das kann man ja gerade hier in diesem Kursverlauf sehr schön sehen, dass es doch eine sehr große Unsicherheit gibt. Keiner kennt die externen Effekte, die dann zu dieser hohen Volatilität führen. Wird ja häufig durch irgendwelche Krisen oder Kriegsszenarien hervorgerufen und die kann man natürlich nicht prognostizieren. Und man kann schon sehen, wie heftig der Ölpreis doch hier hin und her schwankt. Das ist natürlich schwindelerregend und führt dazu, dass man im Gegensatz zum Aktienmarkt ganz schlecht nur eine Prognose abgeben kann. Der Aktienmarkt hat ja gewisse Vorteile, zum Beispiel durch Effekte wie Inflation oder verschiedene Innovationen, die es immer wieder gibt, führt das zwangsläufig zu steigenden Aktienkursen. Es gibt außerdem Bevölkerungswachstum, das heißt also, der Markt wird immer größer für bestimmte Produkte, aber auch Indexumschichten, wie zum Beispiel schlecht laufende Aktien oder Pleiteunternehmen werden ausgetauscht mit gut laufenden Aktien, sodass also ein Aktienindex sich in der Regel immer nach oben bewegt, langfristig zumindest. Das kann man jetzt beim Rohölpreis nicht wirklich sagen. Man weiß auch nicht, wie sich es weiterentwickelt. Es gibt natürlich eine Verknappung des Rohstoffs auf lange Sicht. Auf der anderen Seite will man den Rohstoff loswerden, sodass man also überhaupt nicht sagen kann, wie sich dieser Preis entwickelt. Kurzfristig rechnet allerdings die internationale Energiebehörde tatsächlich mit weiter steigenden Kursen, wobei man aber ehrlicherweise sagen muss, aufgrund des sehr starken Anstiegsgrad im Jahr 2022, der ja deutlich besser war als der Aktienmarkt, kann man durchaus auch damit rechnen, dass es hier Rückschlagpotenzial geben könnte. Nimmt man jetzt ein Unternehmen wie Shell zum Beispiel, wo die Gewinnentwicklung des Unternehmens ja sehr stark auch von dem Rohölpreis abhängt, dann kann man sehr gut sehen, dass das Unternehmen gar nicht so viel steuern kann und trotzdem die Gewinne sich sehr stark verändern können. Das heißt, man ist sehr stark fremdbestimmt und selbst eine gute Unternehmensführung kann hier nur relativ wenig ausrichten, bezogen auf die Gewinne. Und das macht das Ganze natürlich sehr schlecht prognostizierbar, sehr zyklisch und ist damit natürlich aus der Sicht eines Investors eher unattraktiv. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Bewertungsqualitätsmatrix von Aktienbewertung.info, die auf einem bestimmten Modell basiert bezüglich der Qualität des Unternehmens, wo bestimmte Qualitätskennziffern aus der Bilanz herangezogen werden, um hier einen Qualitätsindex zu berechnen, den man hier auf der vertikalen Achse ablesen kann. Das heißt, je höher die Position des Unternehmens, desto höher die Qualität. Und auf der anderen Seite die Bewertung an der Börse, das heißt also, je weiter rechts sich der Wert befindet, desto höher ist das Unternehmen an der Börse bewertet. Alles, was links dieser gestrichelten roten Linie ist, ist fair bewertet nach diesem Modell. Und da kann man jetzt sagen, dass alle Ölwerte zumindest aus Europa bzw. USA eher unterbewertet sind und dass die europäischen Werte, was Bewertung und Qualität angeht, sich sehr dicht beieinander befinden. Das heißt, sie sind durchaus alle miteinander vergleichbar.
Hier können wir Shell erkennen und wir wollen uns die Qualität des Unternehmens jetzt zunächst mal etwas genauer ansehen. Wenn wir uns jetzt das Bewertungsqualitätshexagon ansehen, aus dem ersichtlich ist, wie es um die Qualität und die Bewertung des Unternehmens bestellt ist, auf einen Blick, dann können wir hier diese blaue Fläche zugrunde legen. Je größer die blaue Fläche, desto attraktiver erscheint das Unternehmen aus der Investorensicht. Und dieses Bewertungsqualitätshexagon hat einen Vorteil, es zeigt nämlich an, wie das Unternehmen im Verhältnis zu anderen Vergleichsunternehmen aus demselben Sektor, in dem Fall Energie, dasteht. Wenn sich der blaue Punkt in dem äußeren hellgrünen Bereich bewegt, dann bedeutet das, es ist in diesem Aspekt in den Top 25% der Unternehmen. Hier in diesem mittelgrünen Bereich bedeutet das, es ist auf jeden Fall überdurchschnittlich. Und sobald der blaue Punkt im gelben Bereich ist, bedeutet es unterdurchschnittlich und im roten Bereich sogar in den schlechtesten 25% der Unternehmen. Und wenn wir uns das hier mal ansehen, dann fällt auf, was sehr gut ist, ist der Piotrowski-F-Score, der die Gesundheit, die wirtschaftliche Qualität des Unternehmens zusammenfasst in einem Scoring-System. Und 9 Punkte ist das Maximum. Das heißt also, es ist hier tatsächlich unschlagbar. Auch die freie Cashflow-Rendite, also wie viel Cashflow kann das Unternehmen generieren, sieht sehr gut aus. Auch da ist das Unternehmen in den Top 25% der Unternehmen. Was die Bewertung angeht, da hatten wir schon drüber gesprochen, das sieht sehr gut aus. Und dann haben wir hier noch die Schuldenquote und die operative Marge, die beide auf einem überdurchschnittlichen Niveau liegen. Einziger Knackpunkt ist hier die Prognose fürs Umsatzwachstum der nächsten 3 Jahre, liegt nur bei 4,2%, ist damit eher unterdurchschnittlich. Das relativiert sich allerdings aufgrund der niedrigen Bewertung. Dadurch, dass wir deutlich im unterbewerteten Bereich rangieren, ist ja allein durch die Unterbewertung schon ein enormes Nachhol- oder Kurspotenzial gegeben. Da spielt das Umsatzwachstum gar nicht so die große Rolle, solange es noch positiv ist. Ausgehend von den Analystenschätzungen für die nächsten 2 Jahre zumindest, für 2023 wird ein Gewinn pro Aktie von 2,77 Pfund prognostiziert, bedeutet das, dass wir hier natürlich ein ziemliches Potenzial noch hätten. Wobei man aber ehrlicherweise sagen muss, keiner weiß, wie danach die Gewinne sich weiterentwickeln. Wir wissen auch nicht, ob die Gewinne überhaupt so stark steigen werden. Und was wir in der Vergangenheit eben sehen können, ist, dass der Aktienkurs den Gewinnen nicht wirklich folgt, sondern ziemlich träge zurückbleibt. Deswegen wissen wir nicht genau, wie sich der Kurs hier entwickeln wird. Aber wir können natürlich schon davon ausgehen, sollte das zutreffen, können wir vielleicht Kurse erwarten, wie hier im Jahr 2018 als Beispiel. Sodass man also unterm Strich sagen kann, es gibt durchaus Kurspotenzial. Die Gewinne oder Gewinnerwartungen, die geben das auf jeden Fall her. Wenn wir jetzt die Dividende einblenden, die ja, wie wir schon herausgearbeitet haben, ziemlich wichtig ist aus der Investorensicht, gerade bei so einem Wert wie Shell, dann können wir hier sehen, dass sie sich nicht kontinuierlich entwickelt hat. Das ist allerdings nur scheinbar so, denn in Wirklichkeit ist die Dividende dollarbasiert, weil die Bilanz von Shell in Dollar gerechnet wird und die Dividende leitet sich auch in Dollar ab. Und auf Dollarbasis konnte die Dividende tatsächlich bis im Jahr 2019 kontinuierlich entweder gesteigert werden oder zumindest auf dem gleichen Niveau gehalten werden. Und die Fluktuation hier, das ist einfach der Umrechnungskurs in britische Pfund. Eine Kürzung gab es tatsächlich erst im Jahr 2020 aufgrund der Covid-Krise und der damit verbundenen Verluste, was durchaus auch Sinn gemacht hat. Man hat die Dividende dann um 2/3 gekürzt. Mittlerweile kann man aber wieder von steigenden Dividenden reden. Das heißt also, ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau ist zumindest prognostiziert, dass es in den nächsten Jahren auch Dividendensteigerungen geben wird. Die Dividendenrendite aktuell bei 3,8% bezogen auf das nächste Jahr. Wenn wir jetzt wissen wollen, wie sich das Investment in der Zukunft entwickeln könnte, dann können wir hier in die Prognoseansicht von Aktienbewertung.info wechseln, wo wir verschiedene Szenarien durchspielen können. Und ausgehend hier von der Referenzbewertung bei 15,5 etwa, können wir verschiedene Szenarien durchspielen. Wenn wir davon ausgehen, dass der Aktienkurs irgendwann sich mit dem fairen Wert decken würde, dann hätten wir hier einen deutlichen Gewinn von über 100% im nächsten Jahr zu erwarten. Wir hatten schon gesehen in der Chartansicht, dass das eher unrealistisch ist, weil in der Regel durch diese zyklische Gewinnentwicklung der Aktienkurs dem Gewinn nicht wirklich folgt. Aber selbst wenn wir eine Ebene tiefer gehen, das ein Quartil nach unten, hätten wir einen sehr ordentlichen Gewinn zu erwarten von über 50% oder wenn wir noch tiefer gehen und von der aktuellen Bewertung extrapolieren, einfach aufgrund der Gewinnentwicklung, die prognostiziert ist, dann können wir immer noch mit einem Gewinn von über 25% rechnen.
Dazu natürlich die satte Dividendenrendite. Das erscheint zunächst einmal sehr attraktiv aus dieser Sicht. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Aktienkurs durchaus nochmal korrigieren könnte in naher Zukunft aufgrund doch der stark überkauften Situation in den Ölwerten, dann könnten wir sogar mit einem günstigeren Einstieg rechnen. Das heißt also, wir hätten dann noch einen Vorteil einer noch stärkeren Unterbewertung des Aktienkurses. Ja, fassen wir das Ganze nochmal zusammen, sehen uns mal die Vor- und Nachteile eines Investments in die Shell-Aktie an. Fangen wir mal mit den Nachteilen an. Der Nachteil ist sicherlich die schlechte Prognostizierbarkeit aufgrund der zyklischen Gewinnentwicklung. Das heißt, wir wissen nicht so richtig, welche externen Schocks können da noch auf uns zukommen, die den Ölpreis beeinflussen. Momentan durch die Kriegssituation in der Ukraine eher auf der Seite, dass man mit einer Verknappung des Öls rechnet und dadurch steigende Preise. Das kann sich aber ganz schnell wieder drehen. Außerdem haben wir eine überkaufte Situation im Ölbereich. Das heißt also, durchaus Kursrückschläge sind möglich in naher Zukunft. Diese Situation führt natürlich dazu, dass die Unternehmenssteuerung sehr fremdbestimmt ist und damit eben, wie gesagt, schlecht prognostizierbar. Das Ganze wird kompensiert durch sehr hohe Dividendenrenditen im Vergleich zu anderen Branchen. Das ist sicherlich ein Vorteil. Das heißt also, wenn es mal gut läuft, also wenn der Ölpreis mal hoch ist, dann sprudeln die Gewinne und dann werden diese Gewinne auch entsprechend an die Aktionäre ausgeschüttet. Ja, wir haben auch gesagt, der Ölpreis hat durchaus Nachholbedarf. Das heißt, durch diesen starken Rückgang zu Beginn der Corona-Krise hat dazu geführt, dass da eben tatsächlich ein Grund dieser starken Kursverfalls doch ein ziemliches Nachholpotenzial vorhanden ist und dieses Potenzial durchaus auch genutzt werden könnte. Was bisher noch nicht zur Sprache kam, war natürlich die weitere Entwicklung in der Zukunft, auch bezogen auf die CO2-Problematik. Da hat Shell natürlich den Zeitgeist erkannt und beginnt in erneuerbare Energien zu investieren. Und dieser Anteil, der wächst von Jahr zu Jahr und man will bis 2050 tatsächlich sogar klimaneutral werden. Wie das genau passiert, darauf kann ich natürlich im Rahmen dieses Videos nicht mehr eingehen. Aber da empfehle ich mal auf die Internetseite von Shell zu gehen, Investors Relations. Und dort kann man sehr interessante Informationen, Präsentationen finden zu dem Thema, falls man hier tiefer einsteigen will. Lohnt sich also ein Investment in diese Firma? Ja, das kann natürlich keiner wirklich genau beantworten. Ich würde empfehlen, tatsächlich hier noch ein paar Recherchen zu machen und wünsche viel Erfolg bei der Entscheidung, viel Erfolg an der Börse und bedanke mich für das Interesse an diesem Video.